Natürlich ist man auch. Das muss auch so sein. Ich glaube, wenn man keine Nervosität mehr verspürt, dann sollte man dran denken, aufzuhören. Aber ich bin auch froh, wenn es jetzt rum ist. Aber ich habe auch ein bisschen Angst vor der Reaktion vom Publikum, weil sie mich ja seit langer Zeit zum ersten Mal sehen. Und es wird sehr emotional, glaube ich. Was machst du, um runterzukommen, um dich so zu erden? Na, gar nichts. Ich weiß, ich muss da durch und da gehe ich jetzt. Und ich denke jetzt an was Schönes und freue mich auch irgendwo, dass ich da jetzt nochmal rausgehen kann. Auch wenn die Angst ein bisschen mitschwingt, aber mein Gott, es ist halt so. Ein bisschen die junge Nicole auch? Also ist das so, steckt das nach Indien? Ja, klar. Die junge Nicole auf jeden Fall, aber ich muss sagen, je älter man wird, desto größer wird das Lampenfieber. Früher war man eher ein bisschen unbedarfter und unbefangener. Und jetzt ist man sich bewusst, dass jetzt irgendwie viele Menschen zuschauen. Aber ist das sympathisch? Also viele Leute lieben dich doch. Ja, und ich bin auch zu Hause. Wenn ich auf die Bühne komme, ich merke das schon. Es kann mir eigentlich nichts passieren. Schön. Toi, toi, toi. Danke. Toi, toi, toi. Danke. Wir sind in der Lanxess Arena und bei mir ein Gesicht, was Millionen Menschen kennen. Nicole, ich grüße Sie. Hallo. Waren Sie aufgeregt? Ja? Ich bin immer aufgeregt. Also bei so Einzelterminen ist es immer wieder ja, wie ins kalte Wasser springen. Ja. Wenn man mal eine Tournee gemacht hat und vielleicht 20 Tage nacheinander spielt, dann kommt so eine gewisse Gelassenheit. Ja? Aber so bei Einzeljobs ist es da immer schon wieder nochmal voll konzentrieren und so weiter. Aber es hat auch gelebt davon. Ne? Man konnte die Zuneigung sehr spüren. Haben Sie sie auch gespürt? Ja, auf jeden Fall. Das ist Publikum und ich, wir mögen uns. Ja, das Publikum liebt sie, würde ich sogar sagen. Die Menschen waren hin und weg. Die Stimme war fantastisch. Also ganz großes Kompliment. Eine Frage. Zurück der Sprung in das Jahr 1982. Mhm. Da kommt sie ja her. Was für Erinnerungen haben Sie an diese Zeit und was ist die stärkste Erinnerung, wenn Sie jetzt zurückblicken? Die stärkste Erinnerung an Harrogate ist der 24. April. Da brach der Falklandkrieg aus. Ja. Und da kommt ein Mädchen mit einer weißen Gitarre und wünscht sich nichts sehnlicher als ein bisschen Frieden. Das ist natürlich, da hat alles gestimmt. Und was noch viel bewegter war, war die Tatsache, dass ich an diesem Abend als deutsches Mädchen mit einem Friedenslied aus Israel 12 Punkte bekam. Das war eine Sensation. Und hinzu auch noch eine Einladung nach Tel Aviv, um dort in der Kaserne vor den Soldaten ein bisschen Frieden zu singen. Also das war Gänsehaut pur und dieses Bild, was ich vor mir habe, diese Soldaten, die vor mir im Freien da auf einer Anhöhe sitzen mit ihren Waffen auf dem Boden und sich an der Hand fassen und dieses ein bisschen Frieden mit waven sozusagen, ja, dieses Bild kriege ich nicht mehr aus dem Kopf, solange ich lebe. Sie haben viel bewegt damit, auch in den Menschen viel bewegt. Ich glaube, kaum ein Lied ist den Menschen so in Erinnerung geblieben, auch in persönlicher Erinnerung. Mhm. Es ist ja nicht zum One-Hit-Wonder verkommen. Mhm. Auf keinen Fall. Es gab noch so viele Dinge danach. Ja. Zum Beispiel 17 Mal Platz 1 in der Hitparade danach. Das sind auch Rekorddaten. Das waren tolle Erinnerungen, tolle Zeiten. Gehen wir mal nochmal auf 2019. Eine Kooperation oder eine Zusammenarbeit Heinz-Rudolf Kunze, wie kam es denn zu dieser Geschichte? Ach, wir kennen uns schon ewig. Also Heinz-Rudolf und ich haben ja fast zur gleichen Zeit angefangen. Er ist halt knapp 10 Jahre älter, aber das hat von Anfang an immer gematcht zwischen uns. Also er schreibt halt eben auch Texte, die berühren, die ans Herz gehen, die Tiefgang haben und ist weit weg jenseits von jeder Oberflächlichkeit. Ja. Und das ist etwas, was ich an ihm sehr, sehr immer schon geschätzt habe. Und umgekehrt hat er aber auch immer gesagt, also wenn er aus dem Bereich Schlager, Pop jemanden sich aussuchen würde, mit dem er zusammenarbeiten würde, dann wäre das Nicole. Und von dem Moment an waren wir ja befreundet
Und das hält bis heute. Und Hans Rudolf hat auf dem letzten Album sechs Titel beigesteuert und wird auch für das kommende Album, was dann im Oktober erscheint, auch wieder mit von der Partie sein, mit Jens Carsten zusammen, mit seinem Schlagzeuger, der komponiert. Und da freue ich mich schon drauf, weil ich weiß, ich muss kein einziges Wort ändern. Die Texte sind einfach gut. Die sind gut? Ja. Die Kooperation mit Flying Help, wie kam es jetzt dazu, zu dieser Verbindung? Rainer Meutsch kenne ich auch schon sehr, sehr lange. Rainer war früher beim Rundfunk, bei RPR. Und da hatte ich schon öfter mit ihm zu tun. Er hat auch moderiert, auch auf der Bühne. Und irgendwann hat er sich gemeldet, hat gesagt, er hat also seine Firma verkauft, Berg und mir, und möchte jetzt Flying Help gründen und hat mir seine Idee erzählt und ob ich denn bereit wäre, ihn zu unterstützen. Und dann habe ich gesagt, kein Problem, also keine Sekunde gezögert. Also das ist eine tolle Sache, was du da machst. Kinder, das sind die Zukunft, und Kinder, die keine Möglichkeit haben, irgendeinen Beruf zu erlernen, weil sie keine Schulbildung haben, das ist ja schon der Anfang vom Ende. Und ich habe gesagt, whenever you call my name, I'll be there. Ne? You just call out my name. You've got a friend. Und das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht. Und es ist immer wieder schön zu sehen, wie es Früchte trägt. Und wenn man weiß, dass jeder Cent, der dort gespendet wird, auch wirklich dort ankommt, also da wird nichts irgendwo wischiwaschi und so verwischt, sondern da kommt wirklich jeder Cent an, und deshalb unterstütze ich ihn auch weiter und hoffe, dass er das noch lange, lange machen kann. Dann bedanke ich mich zum einen für das Gespräch und zum zweiten eine glückliche Hand für Ihre Zukunft. Vielen Dank. Danke. Bis dann, ciao.